so ein bisschen, sage ich mal, in die Kacke gegriffen haben mit Zelda Windraker. Das Spiel war einfach zu einfach. Beim ersten Mal, ja, okay, wenn du so ein Jungspund wie ich damals bist, dann ist das jetzt noch nicht so schlimm. Also, ja, schaffst du noch gerade so alles. Ja, Ja. also wenn du nicht der Pro-Spieler bist, dann geht das noch alles. Schaffst du ganz gut, aber eben auch nicht in 0, nichts. Plus, wenn du jetzt hier das 3-4 Mal durchgespielt hast, und wenn ich jetzt das nochmal durchspielen würde, ich würde da durchrushen ohne Ende. Denn die zögern das Spiel nur hinaus, wenn du quer über den Ozean wieder tuckern musst. Ja, genau. Das ist das Nervigste. Alles andere ist easy peasy. Ah, na Ja, gut, alles dies. ist easy peasy. Selbst Ganondorf. Bei Ocarina of Time oder so, oder bei Majora's Mask, da waren die Bosskämpfe sowas von schwer. Also für mich waren die damals unmöglich. Ich musste immer Stefan ranholen, also meinen Bruder ranholen. Das ging nicht. Hab das nicht hinbekommen alleine. Ja, das ist wirklich, damals waren die Spiele noch schwierig. Da hat man sich so gefreut, wenn man den ersten Endgegner besiegt hat. Ja. Und heutzutage, man kann wirklich beobachten, wie die Spiele immer einfacher werden. Ja. Aber da haben sie, hat Nintendo gezeigt, hey, wir haben es doch noch drauf mit Twilight Princess, weißt du? Ja, genau. Da haben sie doch noch ordentlich was gemacht, da haben sie noch ordentlich was geschafft. Das ist noch ganz schön gewesen. Plus dann mit Skyward Sword, ja, da haben sie das so kombiniert, Wind Waker, da haben sie praktisch Wind Waker und Twilight Princess kombiniert. Ja, genau. Ja, und dann kam die heilige Nintendo Wii, die ich aufs Übelste verachte, weil sie einfach eine Kinderkonsole ist. Aber sowas von. Weil es ist, die Spiele fordern nicht, das ist eine Konsole für entweder für alte Omas oder fünfjährige Kinder. Ja, wenn du so halb besoffen oder so, ich nicht, also ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie halb besoffen in der Wii zu spielen, überhaupt halb besoffen zu sein, darüber wollen wir nicht reden. Nee, wo soll ich denn jetzt noch hin? Ach so, da schon, da ist das letzte Puzzle halt. Okay. Ich muss wieder zum Thema zurückkommen. Ich weiß, ich spiele ja hier die ganze Zeit und muss ja irgendwie auch Wir was waren schaffen. bei der Wii. Ja, ich weiß. Wenn du so als Partygag oder als Familie die spielst, es ist klasse. Es ist wirklich eine Familienkonsole. Ja. Wenn du so zu viel spielst, dann sind diese Wii Sports Resort Spiele und so echt klasse. Aber wenn du gerade Ein mal so. Core-Gamer bist. Ja, Alleine wenn du spielst. eben Gamer bist, dann findest du eben so wenig Spiele, die dich irgendwie ein bisschen fordern. Das ist schlimm. Das ist einfach schlimm. Ja. Ja, das ist auch, aber nicht nur auf der Wii. Das ist auch auf der PS3 und Xbox. Die Spiele sind verdammt einfach. Wenn ich Ja. jetzt mal nehme, was soll ich hier so rumliegen? PS1 war da noch fordernder, ne? Oh ja, also was denkst du, Metal Solid 1, wie mich das gefordert hat? Da bin ich schon vor dem ersten Gegner Oder auch gedacht, die, oder oft. auch, oder auch mal, um noch weiter in die Vergangenheit zu reisen, die ganz alten Konsolen, so Sega Moment, Grunty spricht. Ich will euch ein Rezept verraten. Ich mache den besten Bärenbraten. Okay. Sowas wie SNES oder Sega, das hatte ja Lukas noch. Das war richtig fordernde Spiele, sag ich dir. Also Also wie wirklich, wenn du. Sonic. Na, guck dir mal Lufia an. Lufia ist so ein verdammt simples Spiel. Das könnte von der Steuerung her fast ein Baby spielen. Aber, also um's so zu spielen, sage ich mal. Natürlich kackt man dann die ganze Zeit ab, wenn man keine Ahnung hat. Aber, also mal gut, man versteht's als Kleinjähriger, sage ich mal, so ein bisschen. Außer es geht dann um die Storys, die raffst du dann als Sechsjähriger nicht mehr. Aber so ein bisschen zugucken ist jetzt kein Problem. Ja. Aber wenn du das selber spielst, besonders die Ahnenhöhle für die Lufia kennen. In der Ahnenhöhle kann man mal nur in einer Höhle, in einem Dungeon von dem Spiel, kann man gut und gerne mal 10, 12 Stunden Spielzeit lassen. Ja, genau. Also das war damals wirklich zeitaufwendig, so ein Spiel. Ja. Und vor allen Dingen die Bosse, also die hießen ja dort in Lufia hießen die, glaube ich, Sinistral auf Englisch. Und auf Deutsch heißen die, glaube ich, Höllenfürste. Und die sind richtig hart. Also, eben man die irgendwie klein gekriegt hat, weil die haben da. Du bist da als Tank. Oh, ich gehe völlig falsch.
Du bist da als Tank schon mit 240 HP echt, echt überaus zufrieden. Und die Sinistrals, die haben so ganz schnell mal, also die ersten Sinistrals, die haben ganz schnell mal 4000, 5000 Leben. Bisschen mehr als du, ne? Ja. Und ich sag dir, die machen viel Schaden. Ja, da musste man so wie damals dann noch sich aufschreiben, wie die Taktiken sind, wie, wann greift der an, wann ja, muss man ausweichen. Ja, das ist praktisch bei den, ja, das ist ein bisschen anders bei Lufia. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du diese RPG-Spiele kennst, diese RPG-Maker-Spiele. Ach, oder nee. So. Also diese ganzen alten RPG-Spiele, wo du praktisch in der 2D-Welt aus der dritten Person die ganze Welt betrachtest. Also dann höchstens Aeros Quartz, die ersten Teile. Das weiß ich jetzt nicht, aber du hast praktisch so ein Kampfsystem, wenn du in einen Gegner reinläufst, dann kommt praktisch so ein Kampf eben. Alles eigentlich total simpel aufgebaut. Und dann siehst du praktisch deine vier Leute, meistens sind zumindest vier Leute. Und kannst du deine Angriffe oder Zauber oder Spezialangriffe oder sowas eben auswählen. Ah, sowas wie Final Fantasy. Kann sein, ich glaube ja. Bloß eben ganz, ganz simpler Grafik. So wie das hier. Nee, sie ist eben noch alles so schön gepixelt. Also kannst du wirklich jeden einzelnen Pixel zählen, aber es war genial, das Spiel. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und da so kannst du dann eben die ganzen Gegner besiegen, also du siehst, dann verschwindet der praktisch. Sobald die HP dann alle abgezogen sind, verschwinden die dann praktisch. Oh, ja. Lukas ist da. Oh. Moment, ich hau jetzt gleich mal aufs Mikro, dann sehe ich, dass er sich das rausschneiden soll, ja? Gut, also bis gleich. Ja. Gut, da sind wir wieder zurück, diesmal mit noch einem Gast mehr. Und zwar Lukas ist jetzt hier dabei. Und ich werde jetzt bestimmt keine Facecam einbauen. Das ist der Typ von Minecraft. Stimmt, Minecraft. Wollte gerade sagen, hey, wir haben doch gar kein Minecraft zusammen gemacht. Das ist Adventure Map. Minecraft ist keine Adventure Map. Du bist eine Adventure Map. Ja, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei schweren Spielen Lufia, genau. Nee, du warst fertig. Fang dich hier nochmal an. Nee, das Spiel ist aber wirklich so gigantisch, weil du auch quer durch die ganze Welt da reisen kannst. Weißt du, praktisch auch alles so in schön verpixelter Grafik, kannst du da quer durch die Welt reisen. Und dann kannst du auch in der Welt, dann in den Wäldern da irgendwie, wenn du im hohen Gras läufst, kannst du dann auf Gegner stoßen. Und auch die Melodien von den früheren Spielen, die sind so genial. Die habe ich auch in meine Minecraft-LPs eingebaut. Minecraft. Mhm. Mein Problem früher war mit der PlayStation 1, ich hatte keine Memory Card. Das heißt, meine Spiele musste ich am Stück durchspielen. Was? Du kannst dir vorstellen, was das für eine Tortur war. Keine Memory Card? Nee, wirklich, weil ich keine gefunden habe. Ich habe meine Konsole beim Kauf von Händler geholt und dann... Und dann kaufst du dir einfach mal keine Memory Card, genau. Weil der keine hatte. Und dann hol dir noch einen... Ach, auf Logo. Hatte ich dann ach, später. Ach nee, also willst du mich doch verarschen, guck doch mal hier. Und dann auf der Memory Card war zum Beispiel wirklich glücklicherweise ein paar Spielstände für Spiele, die ich tatsächlich hatte. Mhm. Das heißt, ich musste dann gar nicht so viel nochmal durchspielen. Ja. Gut, also hier werden wir später dann zurückkehren. Vielleicht mache ich das dann offscreen. Du hast du jetzt gerade auf den Bildschirm geguckt? Jetzt von ich? Ja. Ja. Auf meine Bildschirmübertragung meine ich. Ja, mache ich. Gern's. Ja, nee, gerade eben waren wir dort, wo ich das Puzzleteil eingesetzt habe und da war noch ein Geheimgang. Den kann ich aber nur mit dem Krokodil hier durchgehen. Das Blöde war, vor dem Eingang, vergesse ich jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, ist dann Eisblock, den ich mit normal Banjo nur kaputt machen kann. Momo Magli gleich aus. Zauber alle. Lukas lauscht hier schon fleißig, aber macht sich natürlich blöd mit den Kopfhörern, aber... Auch wenn Lukas hier redet, musst du wahrscheinlich ein bisschen lauter reden. Bist nur ganz, ganz leise, dann im Hintergrund. Moment, wir brauchen Gobi's Belly. Ach Gott, wo ist denn das? Ich weiche schon wieder vom Thema ab. Ich könnte ja die Lautsprecher jetzt anmachen, sodass Lukas mithören kann, aber das Mikrofon ist ja kurz vor den Lautsprechern. Deswegen mache ich das mal nicht,
Also ich stell dann bis zur nächsten Aufnahme das dann irgendwie wieder um. So. Wir brauchen 260 Noten, ich habe 400. Ja, ich hab drüber. Kannst du mir gar nicht ziehen. Ja. Nee, und Noten sind praktisch wie die Münzen da in Super Mario 64. Oh. Ja, es erinnert mich auch sehr an 64. Es hat ungefähr dieselbe Grafik und auch dasselbe Spielsystem. Ja, es ist ja alles ziemlich dicht hintereinander rausgekommen. Ja. Naja, schon mussten sie sich halt nichts Neues einfallen. Also Mario hat funktioniert, also warum was anderes versuchen? Ja. Und ich frag mich gerade, warum hier das Spiel so leckt. Moment, ich mach mal kurz Firefox. Ich glaube, das liegt an der Bildschirmübertragung, aber ich mach mal kurz hier Firefox zu. Vielleicht war das jetzt ein bisschen besser. Okay. Hier hinten war doch noch was. Ja, Icon Bokong. Wo geht's denn nach oben? Dann nicht, okay. Da geht dann nur das hin. Wo geht's denn hier weiter? Ach, da. Wozu ist denn das grüne Ding? Gut. Das ist eine Sprungplatte. Damit man da hoch. Flump. Das ergibt sogar Sinn. Ergibt das ja, auch klar. Sinn? Ja, hat aber einen ziemlich hohen Magen. Ja, die ist auch im Kopf relativ hohl. Wir sind ja gerade durchgerutscht. Aber immerhin genug, um zu reimen. Ja. Ach, da braucht man nicht viel hören. Ich sehe euch ja aus der Höhe. In meinem Bett da tanzen Flöhe. Was? Das also ist nicht gut. Ach Quatsch, Grunti mag das. Grunti ist fast wie Grunzi. Oh, Flori, wer hat dich denn angeschrieben? Keiner. Ach so. Oh. Wer soll mich denn anschreiben? Achso, das war gestern. Ja. Okay. So, guck mal. Da. Ist das Donkey Kong? Nein, das ist. Okay. 350 Noten. Ich glaube, wir hätten erst zwei Welten dazwischen noch machen sollen, wie wir die Welt hier freischalten, aber mir doch egal. Ja, ich bin so gemein, ne? Ne. So, dann gehen wir mal hier hin. Schalten hier auch gleich alles frei. Gobi's Rally. Eine der geil. Der, ich will nicht geil sagen. Eine der tollsten Melodien hier im Spiel. Muss ich jetzt leise sein? Nein, ich will sie noch nicht in der Welt. Außerdem ist das schon auch schon öfters in meinen Minecraft Let's Plays zu hören. Remixes. Ja, ich mach schamlos Eigenwerbung, ist doch kein Problem. Auf meinem Kanal Eigenwerbung machen ist ja nicht gerade das Problem, oder? So, und da haben wir hier auch endlich mal den ersten. So, nein. Wir haben hier den ersten Gang. Topf. Hier, ja, das haben wir vor ein paar Parts freigeschalten. Also vor ein paar Aufnahmen. Wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Ich mache jetzt auch gleich Schluss, die Aufnahme. Nein, ich mache Schluss, Thomas. Ich mache Schluss. Gut. Hier sind wir dann fertig. Und ich begebe mich nochmal zur... Ich begebe mich nochmal zu Free Zizi Peak. Also zu dem komischen Eis-Ding, wo ich dann den Bolzen da kaputt mache. Also ich, wie gesagt, nochmal, ich begebe mich jetzt zu dem, damit auch alle verstehen, ich begebe mich jetzt zu dem Eisklumpen, zerstöre den mit dem, mit Benjo und gehe dann wieder mit dem Kroko hin. Fettige Haare stören mich nicht. Warzen schmücken mein Gesicht. Schön, ne? Gut. Also dann gehe ich mit dem Kroko hin durch den Tunnel und dann, was uns hinter dem Tunnel erwarten wird, sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Also bis gleich. Also, na gut. Bis dann irgendwann. Haut rein und tschüss. Nee. So sagt tschüss, Lukas. Und tschüss. Florian. Prost, Brot.
Tschüss.